Weißt du, was in diesem verdammten Paris los ist? Paris sehen und dann sterben. Wenn die Stadt nicht zu halten ist, dann setzen Sie sie in Brand. Lassen Sie Paris in die Luft gehen. Meine Herren, Sie haben nun selber gehört, woher der Wind weht. Der Wind wehte hart in Paris des Jahres 1944. Ein entsetzliches Schicksal schien unabwendbar. Die Stadt, die man die schönste der Welt nennt, sollte dem Erdboden gleichgemacht werden. Wir geben allen den dringenden Rat, äußerste Ruhe zu bewahren und bitten Sie, nicht auf der Straße stehen zu bleiben. Marschieren die Alliierten auf Paris, sag uns die Wahrheit. Das weiß ich genauso wenig wie ihr. Moranda, du kommst sehr spät. Entschuldigt. Die sind überall. Der Widerstandswille der Bevölkerung, der Vorstoß der alliierten Verbände auf die Stadt und die Verantwortung für die deutschen Truppen stellten den Kommandanten von Paris vor eine folgenschwere Entscheidung. Sollte er einen Befehl ausführen oder eine Stadt vor dem Untergang retten? Was haben Sie vor? Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich muss einen wichtigen Auftrag durchführen. Deswegen müssen Sie leider ohne mich handeln. Wir müssen so tun, als hätten wir einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Lassen Sie mich nur machen. Der Waffenstillstand ist hiermit abgelehnt, mit einer Stimme Mehrheit. Mit der Pariser Bevölkerung ist nicht zu spaßen. Diese Proklamation könnte sehr unangenehme Folgen für uns haben. Es ist leicht zu finden. Immer geradeaus. Aber Vorsicht, da wird geschossen. Oh, wie nett. Sie sind wirklich sehr liebenswürdig. Sie können sich bestimmt nicht vorstellen, was für einen Dienst Sie mir damit erweisen. Dass wir uns hier alle am selben Ort treffen, finde ich einfach idiotisch. Dann haben Sie uns auf einen Schlag. Darum verschwinden wir auch sofort. Die Ware ist in einer Garage. Ihr braucht mir nur nachzufahren. Also, was ist los? Ich würde Sie nicht bitten, uns Waffen zu liefern. Ich würde Ihnen sagen, stoß sofort auf Paris vor. Wir hören, Major. Herr Littler, freue mich, Sie wiederzusehen. Hallo? Ist alle Bonner Köln Fren? Hallo, Papa. Hier spricht Lieutenant Karcher. Dein Sohn, ja. Und das verspreche ich Ihnen. Morgen früh gibt es keine Präfektur mehr und keine Resistance mehr und kein Paris mehr. Ja. 2453, um genau zu sein. Kann ich die Liste sehen? Die Folgen einer Befehlsverweigerung sind Ihnen doch klar. Jawohl, Herr Generalfeldmann. Nach dem Bucherfolg von Dominique Lapierre und Larry Collins schuf René Clément, einer der großen Regisseure des französischen Films, mit einem gewaltigen Aufgebot internationaler Stars diesen dramatischen Film auf den historischen Schauplätzen. Brennt Paris? Paris darf nicht brennen. Wer aber kann es verhindern? General von Koltitz, der deutsche Kommandant, die Alliierten oder die Résistance, die französische Widerstandsbewegung? Brennt Paris. Dieser Film schildert den äußeren Ablauf historischer Vorgänge mit größter Genauigkeit. Hey! Oh. Wo steckt ihr denn so lange? 4 Jahre warten wir schon auf euch. Amerika ist erst knapp 3 Jahre im Krieg, weißt du das nicht? Brennt Paris! Brennt Paris!